Wiesbaden ist sicherlich geprägt durch einen hohen Anteil von hier wohnenden Menschen, die sich nicht unbedingt viele Sorgen um ihren Lebensunterhalt machen müssen, weil sie entweder sehr vermögend von Haus aus sind oder sich ein Vermögen erarbeitet haben. Aber die größte Gruppe sind diejenigen, die im öffentlichen Dienst oder ähnlichen Unternehmen beschäftigt sind. Wir haben hier eine Landesregierung, wir haben Schulen, wir haben 18.000 Studenten und entsprechend viele Lehrer und Lehrende. Das gibt der Stadt eine gewisse Stabilität, auch ein Selbstbewusstsein. Witze über die Wiesbadener, das ist ein Zeichen dafür, dass auf der anderen Rheinseite das Selbstbewusstsein nicht so stark ausgeprägt ist. Was Wiesbaden besonders auszeichnet, dass hier sehr viele Menschen leben, die sich Wiesbaden bewusst als Wohn- und Arbeitsstätte ausgesucht haben. Umgekehrt, wenn Sie die Infrastruktur analysieren, kommen Sie auf die Zahl, circa nur 40% der hier Lebenden ist auch hier geboren. Wiesbaden finden Sie circa 36 bis 37% Menschen, deren eines Elternteil nicht aus Deutschland stammt. Und das wiederum gibt Wiesbaden einen Anstrich von Internationalität, eine gewisse Weltläufigkeit. Gerade die Nähe zu Frankfurt ist ja auch für viele hier in Wiesbaden ein Plus, wenn Sie überlegen, dass man innerhalb von 20 Minuten am Frankfurter Flughafen ist, der auch einen sehr guten Bahnhof hat, sodass man also auch innerhalb von Deutschland sehr schnell unterwegs ist. Wiesbaden, last but not least, ist eine schöne Stadt. Wiesbaden eingebettet in Grün. Die schöneren Viertel der Stadt sind fußläufig vom Zentrum erreichbar. Die ganzen kulturellen Angebote, das ist alles im kleinen Dienstverkehr erreichbar und wir haben immerhin eine Stadt von 300.000 Einwohnern. Landschaft, Wälder, Wiesen, Hänge, ein Angebot an Natur, alles auch oft städtisches Eigentum, ein Angebot, das gerade für Freizeit, für Erholung, für Sport sehr, sehr viel bietet. Das ist etwas, was ich so nicht kannte, als ich herkam und was ich auch im Vergleich zu anderen Städten in der Qualität noch nicht erlebt habe.